Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Soviet Republic. In der letzten Folge haben wir unseren Hof ein bisschen optimiert, dass wir da noch mehr dicke LKW fahren haben, die dann auch noch 8,9, die schneller fahren und alles mögliche besser, schneller, höher, tiefer, breiter. Und trotzdem wird das Lager nicht voll, weil es sofort wieder hier verbraucht wird. Also wir haben immer noch nicht genug Getreide, mit anderen Worten. Wir haben keine Felder, die bei der Ernte anstehen. Das heißt, theoretisch könnten wir noch weitere Felder anlegen. Aber die hier sind bald erntereif. Das heißt, dann haben wir nochmal 3, 4 Felder, die relativ gleichzeitig mit den großen Maschinen geerntet werden. Vielleicht, ja, kommen wir da so langsam der Sache näher. So, wir müssen mal schauen. Ich hatte beim letzten Mal hier unten unsere Kohleminie. Hatten wir bei der Bushaltestelle falsch eingestellt. Jetzt müsste es passen. Stahlwerk müssten jetzt weniger sein. Sind jetzt 3 Leute. Kohleerz müssten mehr Leute sein. Sind auch nicht so viel mehr Leute, wenn wir ehrlich sind. Hier sind gerade gar keine Arbeiter mehr. Ist aber auch nicht schlimm, weil kaum Kohle da ist. Dafür ist hier bald der Eisenspeicher voll. Das heißt, dieser jener LKW hier, der transportiert viel zu viel weg. Was sich natürlich auch unseren Gewinn auswirkt. Weil natürlich dieser Zug jetzt hier länger braucht, bis er voll wird. Und hier sind auch weniger Arbeiter. Das heißt, wir müssen mal langsam wieder... Ach so, hier kommt gerade der Zug. Dann gucken wir mal gerade. Gut. Warum stehen die hier alle? Ach so, die haben alle Feierabend. Aber das müssen wir natürlich auch berücksichtigen, ne? Die müssen natürlich auch wieder abtransportiert werden. Die könnten natürlich auch mit dem Zug fahren. Guck mal, der nimmt auch kaum welche mit davon. Ja, irgendwie. Ah ja. Gut, damit hätten wir zumindest jetzt mal den Zug benutzt. Boah. Ja, Mensch. Ja, die haben am Rückweg irgendwie keine Arbeit damit genommen. Ich weiß auch nicht. So, da sind wir ja 26 drin. Hier kaum. Und die warten auf den Zug. Das sollten wir uns gegebenenfalls mal anschauen. Weil wenn die nie nach Hause kommen, ne, dann... Guck mal hier, wir fahren mal mit. Beim zweiten Zug einsetzen macht, glaube ich, keinen Sinn, weil wir haben immer noch nicht so ganz das System durchdrungen, nach welchem die Züge da irgendwie rein und raus fahren. Oder die Leute, die Züge benutzen, auch. So, dann schauen wir mal. Das wird natürlich jetzt erstmal eine Fahrt, wo auch der Zug mal so langsam voll wird hier. Guck mal. Nicht. Jetzt stehen die wieder da hinten. Also... Was ist denn los mit denen? Jetzt ist der Zug... Was? Was ist denn das? Aber ja, dafür haben wir jetzt 120. Boah. Ja, je schneller wir die Arbeiter abtransportieren, desto schneller komme ich auch dahin. So. Ja, Mensch, guck mal. Das sieht doch schon besser aus. Ja, da würde ich sagen, es wird Zeit, dass wir unseren ersten Stall verkaufen. Mal gucken, ob uns das mehr in die Gewinnzone bringt. Vorher gucken wir mal kurz Arbeitslosigkeit hier. 24, okay. 28, okay. Bahnhof voll, Fragezeichen. Hm. Ja, pass auf. Wir brauchen noch 2 Busse. Ein Bus. Der nochmal Arbeiter transportiert von hier zur Kohlemine.
Und dann brauchen wir noch einen Bus, mit dem wir einen Kreisverkehr in der Stadt machen. Das habt ihr gesagt, soll ich unbedingt machen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber wir machen das mal. Also einmal Ringverkehr. So. Und ich würde fast sagen, das spricht dafür, dass wir noch ein weiteres oder zwei Häuser hier hinstellen. 3300 Arbeitslose sind 10% Arbeitslosigkeit. Hatten wir mal vor Schröder. Nee, so viel hatten wir nie, ne? Deutschland. 150. Jetzt müssen wir mal gucken. Kann aufgrund der Infrastruktur nicht gebaut werden. Das muss also genau hier zwischenpassen, aber habe ich das echt so knapp gewählt? Ich glaube, wir brauchen gar keinen Straßenanschluss, oder? Falsch. Ja. Habe ich das so spitz zulaufen lassen oder warum ist das so eng hier? Das ist aber echt ärgerlich. Guck mal hier, das ist so ein halbes Müh. Nee, das daran soll es aber jetzt nicht scheitern hier. Ja, das macht keinen Spaß. Das ist nicht lustig. Ich wollte doch nur eben kurz hier was bauen. Und nicht hier wieder haben dieses Grauen. Aus der Tiefe. Das ein seltenes Trinket gedroppt hat. So, hier mal hin, da mal hin, da mal hin. So nicht. So, da wird wahrscheinlich da hinten hin. Sagen wir mal, wieder eine Bushaltestelle fällig. Und wieder sehr schön hier. Jede Menge wunderschöne Fußgängerwege. Können wir dann hier direkt durchverlängern. Wird aber wahrscheinlich nicht reichen bis zur Bushaltestelle. Nee, ganz knapp nicht, oder was? Doch. Ja, cool. Oh. Echt jetzt? Echt jetzt? Gibt's doch nicht. Warte mal. Ah, da fehlt wahrscheinlich nur ein Weg. Ein Fußweg. Irgendwie. Warte mal. Der war angeschlossen. Der hier ist nicht angeschlossen. So. Ne.
Oh, wieder 5,90 Meter, die hier fehlen, ne? Das macht mich schon so ein bisschen betroffen. Das könnte aber auch alles hieran liegen, dass wir hier diesen Weg unterbrochen hatten. Pass auf, das war jetzt genau der halbe Zentimeter, der fehlte. Wetten? Siehste? Sag ich doch. So, hier ist schon wieder voll. Und hier wäre jetzt wahrscheinlich auch richtig voll. Genau, da müssen wir jetzt auch nochmal zwei Busse mit Arbeitern rankarren. Von hier. Nach hier. Gut. Ist natürlich auch total überlastet. Guck mal hier, wie viele Arbeiter da jetzt sind. Und dann geht es ja auch in der Mine voran. Und dann geht es auch hier voran. Und dann geht es auch hier voran. Sieht schon besser aus, wenn ihr mich fragt. Müssen wir dann in der nächsten Folge noch mal ein bisschen einpendeln. Der Zug ist noch nicht zurück. Sieht doch alles ganz gut aus. Genau. So richtig so eine Außenstadt hier. Dann müssten wir... Jetzt mal eben kurz ein bisschen im Auge behalten. Ja, das ist immer noch ein bisschen viel, ne? Zwar hier gerade ein Bus da. Hier aber nicht. Jetzt kommt der Stadtverkehrsverteilbus. Aber da müssen wir noch mehr Leute abtransportieren. Die Frage ist jetzt nur, wohin? Zur Eisenmine. Wo wir dann hier möglicherweise irgendwann ein Problem mit dem Zug bekommen, ja. Oder eher zur Kohlemine. Wo wir dann irgendwann mehr Eisen abholen können, mehr Stahl produzieren. Boah. Alter, was geht? Digga. Wir können auf jeden Fall jetzt hier schon mal so ein bisschen umsteuern auf Stahlwerk. Das ist so cool, ne? Das ist kleine Micromanagement. Ja, und in der nächsten Folge werden wir dann endlich den ersten Stahl verkaufen, liebe Leute. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.